Es geht um die Langzeitarchivierung von digitalen Videofiles. Wie wir zuerst schon gehört haben, einen kurzen Überblick über die Edit-Möglichkeiten für Videobearbeitung. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Videobearbeitungsspezialist, also das heißt, ich komme nicht aus der Videoproduktion, sondern ich habe Informatik an der TU Wien studiert, bin dann neben meinem Studium im Archivbereich gelandet, ursprünglich Audioarchive, und habe da einfach auch wirklich hands-on Experience mit etlichen nationalen Rundfunkanstalten und größeren Archiven gemacht. Und dann kriegt man so wirklich auch mit, wo in der Praxis in diesen professionellen Einrichtungen die Probleme sind oder Herausforderungen, würde ich lieber sagen. Und seit Anfang 2012 arbeite ich jetzt in der österreichischen Mediathek. Das ist das nationale Audio-Video-Archiv. Was die meisten Leute wissen, ist, dass es eine Nationalbibliothek gibt, meistens pro Land eine. Dann gibt es auch ein Filmarchiv für Film, also Zelluloid und Nitrofilm, also die Rollen. Und dazwischen gibt es eben das Archiv für Audiobestände und Video. Weil es ist wirklich ein Unterschied, ob das Video ist im Sinne von magnetbasierte Träger, wie VHS, Digibeta, U-Matic, TV und so weiter. Und das machen wir eben bei uns in der österreichischen Mediathek. Also ist auch wichtig der Unterschied zwischen Film und Video. Wobei es eigentlich jetzt so ist, dass digitaler Film ist eigentlich Video, nur in einer höheren Auflösung. Warum bin ich heute hier und warum bringe ich die Mediathek als Beispiel? Und zwar ist es so, dass wir die Videodigitalisierung umgesetzt haben, fast ausschließlich mit Linux und freier Software. Das fast bezieht sich auf den Punkt, dass die Aufnahmeseite, also wo wir das Video einspielen, derzeit noch unter Windows läuft, aus Treiber- und Supportgründen und wir einfach beschränkte Ressourcen haben, um alles auf einmal zu machen. Dann ist auch so, dass wir zunehmend jetzt auf freie Software setzen, nicht weil es gratis ist, das möchte ich auch hervorheben. Es geht uns nicht darum, dass wir da jetzt einfach nur sagen, super, das ist ja jetzt diese Freeware oder Open Source ist ja eh dasselbe, ist es nicht. Freie Software hat die Vorteile, dass man darf sie verwenden, verstehen, verbessern und verbreiten. Und dadurch hat man einfach im Archivbereich die Möglichkeit, dadurch, dass wir ein kleines Marktsegment darstellen, ist es interessanter für Produktionsfirmen und Broadcaster, Lösungen zu entwickeln. Und wir kriegen dann quasi, ich nenne sie mal so, die Abfallprodukte davon. Und wenn das aber freie Software ist, kann man bestehende Systeme nehmen, die ungefähr das können, was man braucht, und sie dann eben anpassen. Das hat sich in den letzten Jahren gerade im Videobereich für uns als sehr von Vorteil herausgestellt. Und noch dazu ist es so, dass wenn man freie Software einsetzt in seinem Workflow mit dem Ziel, die Inhalte so lang und so robust wie möglich über die Zeiten zu bringen, vor allem, wie wir wissen, also ich meine, ich nehme an, dass viele hierinnen sich schon länger mit Computern beschäftigen und Technik im Allgemeinen, das ändert sich rasantest. Und man kann kaum abschätzen, was morgen ist. Und wenn das aber offen ist, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich Systeme so lang, wie ich will oder wie ich es brauche, am Leben erhalten kann. Dasselbe gilt auch für Dateiformate, solange sie offen implementiert sind. Ein wesentlicher Teil dieses Vortrags wird sich mit technischen Details von digitalem Video auseinandersetzen. Deshalb, weil ich finde, dass das notwendig ist, um zu verstehen, womit man es zu tun hat und dann überhaupt gewisse Entscheidungen treffen zu können. Was in den letzten Jahren mir immer wieder untergekommen ist bei Gesprächen mit Leuten, die mit Video zu tun haben, sowohl im Consumer als auch Semi-Pro, als auch wirklich professionellen Produktionsbereich, ist, dass vielen Leuten gar nicht gewisse Details bewusst sind. Dann wird auch nicht drauf geschaut. Dementsprechend merkt man das in den Programmen. Dementsprechend ist es dann spannend, was man in den Files wiederfindet. Ich fange mal an mit dem Wichtigsten gleich ganz am Anfang. Was immer wieder vorkommt, ist, man fragt, in welchem Format ist das Video? Zum Beispiel, wenn man eine Kamera aussucht oder irgendein anderes Gerät, das Videos produziert oder wenn man seine Videos abspeichert oder Videos bekommt von externen Mitschnitten, dann hört man sowas wie, na, das ist ein AVI-Format oder es ist ein Flash-Format oder es ist eh ein MOV oder QuickTime.
Digitales Video setzt sich grundlegend aus drei Dingen zusammen. Das eine ist der Container. Das ist das, was man in der Dateiendung sieht. Also .avi, .mov, .flv, .mkv ist ausschließlich der Container. In dem Container drin haben wir Streams. Die sind in unterschiedlichen Codecs. In dem simplen Fall jetzt mal Videocodec fürs Bild und Audiocodec für den Ton. Also wenn ihr jetzt recherchiert, welches Gerät, welche Hardware oder welche Software ihr euch anschafft und jemand sagt, es macht Flash-Format, dann könnt ihr in eurem Interesse nachfragen, welcher Videocodec, welcher Audiocodec. Ein weiteres Kriterium, das ist, um mal kurz abzuchecken, wie detailliert ich das überhaupt angehen soll. Wie klar ist es den Leuten oder wie interessant ist es, da jetzt zu erläutern, diese unterschiedlichen Parameter von Videos? Dann kann ich quasi schneller oder langsamer darüber gehen. Wer möchte es normal bis genau wissen? Na, ist dann doch die Mehrheit. Wen interessiert es gar nicht? Damit ich dann immer freundlich lächeln sage, es tut mir leid. Okay, gut. Wir haben Frameraten. Wirkt im Prinzip ganz klar, wenn man sich bewegt, Bild als Film vorstellt, hat man so seine Kader, das sind seine Frames und das ist immer ein Bild und ich habe halt eine gewisse Anzahl an Bildern pro Sekunde. Warum ich das jetzt überhaupt erwähne, wo man sich denken könnte, ja, eh klar, ja, ist, wir haben 24 Frames beim Film, hat geschichtliche Gründe, 25 beim PAL-Fernsehen in Europa, das ist in unseren Breiten das, was man am meisten in der Praxis, dem man am meisten in der Praxis begegnen wird. 29,97 haben sicherlich auch schon Leute von euch gesehen. Das Spaßige daran ist, da ist schon der erste Hund vergraben, und zwar ist es nicht 29,97, was schon unangenehm genug ist, weil es ein Float ist und kein Integer, sondern es sind 30.000 durch 1.001 und das ist eine periodische Zahl. Witzigerweise macht zum Beispiel Equipment, wir hatten den Fall, dass eine kleine Fotokamera, mit der man auch Videos aufnehmen konnte, wurde verwendet, um einen Konferenzmitschnitt zu machen. Und die Framerate wurde angezeigt in den Programmen als 29,97. Man denkt sich, okay, NTSC kennt man. Wir wollten es konvertieren, um eine DVD daraus zu machen. Und M-Encoder hat gesagt, nehme ich nicht, die Framerate ist nicht spezifikationskonform. Halben Tag lang wühlen, durchforsten, um herauszufinden, dass in dem File drin stand eigentlich 2.997 durch 100. Was ebenfalls 29,97 ist, aber nicht 30.000 durch 1.001. Also man sieht schon, da gibt es gewisse Dinge, die sind auf den ersten Blick eh klar, aber im Detail sind das genau diese kleinen Zeitbomben, wenn man nicht genau drauf schaut, die einen dann zum Schluss einholen, wenn man sein Video mit anderen Programmen bearbeitet, weiter transformiert und im besten Fall nach ein paar Jahren wieder aus der Versenkung rausholen will. Der unterste Punkt, 38,42, ist ein Beispiel, das nicht erfunden ist, sondern das kam in der Praxis wirklich, das war von einem aktuellen Smartphone. Das hat einfach irgendeine Framerate gemacht. Wir haben bis heute noch nicht verstanden, warum es das tut. Es hat einfach Frames eingefügt. Es war weder NTSC, noch was 50 Frames, noch was 25. Bei digitalem Video kann einem frameratenmäßig so ziemlich alles unterkommen. Deswegen erkläre ich das da, damit man auch drauf schaut. Drunter habe ich noch einen Link, wo es eine genaue Erklärung gibt, wo die Frameraten herkommen, warum das so ist und um auch zu verstehen, wie man das eine in das andere umrechnen kann. Ein weiterer Punkt, der vielleicht in manchen klar ist, manchen nicht, aber auf jeden Fall, wenn man Videobearbeitung macht oder Videos generell erstellt, ist die Unterscheidung zwischen Vollbildmaterial oder Interlaced. In wunderschönem alten Ingenieurssprech heißt das Zeilenabtastverfahren. Und im Englischen heißt es Scanning Method. Ich verwende oft auch die englischen Begriffe, weil die in dem Tech-Bereich sehr üblich sind und die deutschen Begriffe eher unüblich bis hin zu verwirrend. Wer weiß den Unterschied zwischen Progressive und Interlaced? Okay, dann erkläre ich Ihnen mal kurz noch. Es ist so, Progressive heißt einfach, ich habe ein Vollbild. Wie beim Filmkader, ein Frame, ein Bild. Aus der Geschichte des Fernsehens und aus der Entstehung von Video als elektrisches Signal, im Unterschied zu einem Bild, das ich projiziere, indem ich durchleuchte,
hat man es gebunden an die Taktfrequenz von unserem Wechsel, von unserer Wechselspannung. In Europa sind das 50 Hertz, in Amerika sind es 60. Ein Bild baut sich also jetzt auf, zuerst die ungeraden Zeilen, dann die geraden Zeilen. Das ist auch bei den Röhrenmonitoren, die bauen sich auch auf, daher kommt auch das Flimmern. Das ist ein Halbbildverfahren, und also interlaced genannt, und das heißt, ich habe eigentlich, wenn ich ein Vollbild als Video übertrage, wenn die Quelle filmbar, ist es zwar technisch gesehen interlaced, weil sie hintereinander kommen, diese Bilder auf die Röhre, aber sie beinhalten die Information, die zu einem Frame gehört. Jetzt haben sich die Fernsehleute gedacht, für Sportübertragungen, das wäre doch super, wenn man quasi flüssiger sieht, wie sich der Ball bewegt, und das sind die 25 Bilder ein bisschen wenig, aber wir haben eh einen Halbbildaufbau, machen wir einen coolen Hack, der ist wirklich cool, nur verfolgt er uns bis heute, und zwar haben sie einfach mit 50 Halbbildern aufgenommen. Das heißt, man hat, wenn das die volle Auflösung ist, hat ein Halbbild, hat nur die Hälfte der vertikalen Auflösung, aber dafür kriege ich die Information von 50 Bildern pro Sekunde, also 50 Halbbildern, und habe dadurch eine flüssigere Bewegung. Auf Röhrenmonitoren sieht man das nicht, weil sie sich sowieso hintereinander aufbauen. Auf Flachbildschirmen, die blasen das in Echtzeit auf, dass es hintereinander angezeigt wird, da sieht man es auch nicht. Aber auf Computerbildschirmen oder generell bei der digitalen Bearbeitung hat man dann auf einmal Kammeffekte, wo zwei Bilder in einem Frame stecken. Wenn ich jetzt meine Hand so bewege und das mit Video aufnehme und ich schaue mir ein Standbild an, ist meine Hand an der Position in einem Bild gleichzeitig. Und deswegen ist es wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen, dass man diese Information erhält oder sich zumindest dessen bewusst ist, wie man damit umgeht, gerade wenn man sie in ein Schnittprogramm lädt oder transcodet, dass man nicht irrtümlich oder unbewusst ein Halbbild wegwirft. Weil es schaut am Anfang schöner aus, aber man verliert Information dabei. Ich habe da unten auch ein, Vorsicht, es ist nämlich wirklich so, dass dadurch, dass digitale Bildbearbeitung einfach zunimmt und die meisten Leute mit gewissen Details nicht belästigt werden wollen, ist es inzwischen so, dass viele Programme automatisch die interlacen, also quasi etwas tun, damit diese Halbbilder nicht mehr so ausschauen wie zwei Halbbilder. Man interpoliert zum Beispiel die Halbbilder, dann stecken sie für ewig ineinander. Also Lauftext ist dann nicht mehr lesbar und solche Sachen. Oder sie werfen einfach ein Halbbild weg und solche Sachen. Also Interlacing, darüber Bescheid zu wissen, ist meiner Meinung nach gut, weil man sollte schauen, dass man, wenn man eine Interlaced-Quelle hat, und das sind die meisten heutzutage immer noch, sollte man schauen, dass man es bis zum Ende, wenn man die Bearbeitung gemacht hat, das Interlacing beibehält. Und wenn man will, fürs Web oder für eine Projektion oder irgendwas, dann kann man es deinterlacen. Aber es ist ein verlustbehafteter Prozess. Weitere Dinge beim digitalen Video sind die Auflösung. Bei Audio im Digitalbereich ist es noch leicht. Da haben wir genau die Samplerate, wie oft taste ich mein Signal ab, und die Bitrate ist, mit welcher Genauigkeit speichere ich den Zahlenwert des Samples. Damit baue ich meine Welle zusammen, alle sind glücklich. Die Auflösungsparameter beim Video, das sind ein bisschen mehr. Das eine ist mal die Pixelauflösung, die ist relativ klar, das ist einfach Breite, Höhe. Was man nicht sieht, was bei HDV zum Beispiel ein super Beispiel ist, das nimmt anamorph auf. Das heißt, die Pixelauflösung, also das Bild, das dargestellt wird, ist 16:9, aber die Pixelauflösung an und für sich ist zusammengestaucht. Das heißt, wenn man sich, das Bild wird eigentlich verzerrt aufgenommen auf dem Chip und dann einfach nur zur Darstellung entzerrt. Aber die technischen, also die Pixel, die ich wirklich habe, entsprechen nicht dem, was ich sehe, wenn ich es abspiele. Das ist auch wichtig, weil wenn man das nämlich dann umwandelt, man denkt sich, sehe HD oder sehe 4:3, ist es oft nicht. Das ist zum Beispiel 1440 mal 1080 ist die Auflösung von HDV. Das ist also zusammengestaucht. Dann darf man sich auch nicht wundern, weil in gewissen Programmen, die zeigen es dann an, wie es wirklich ist, andere nehmen den Aspect Ratio dazu. GOP, Group of Pictures. Das meiste digitale Video, das man in der freien Wildnis findet, ist verlustbehaftet komprimiert. In den meisten Fällen sind es irgendwelche MPEG- oder JPEG-Algorithmus-basierten Kompressionsverfahren. Und damit man noch mehr Platz spart, hat man eben eine Group of Pictures. Das heißt, ich speichere nicht alle Bilder wirklich ab, sondern ich speichere Keyframes, auch iFrames, also E-Frames genannt, mache eins und schreibe dann nur noch die Änderung auf dieses Bild. Das ist in den meisten Fällen, zum Beispiel jetzt bei dem Video,
kann man damit sehr, sehr gute Kompressionseffekte erzielen, weil es bewegt sich außer mir, der da herumhampelt, sonst relativ wenig im Bild. Und dadurch kann man diese Bildbereiche, braucht man nur die Änderung beschreiben und das reduziert die Filegröße enorm. Aber größere GOP, also quasi je länger ich den Abstand habe zwischen Vollbild zu Vollbild, desto kleiner wird mein File. Das wirkt nett auf den ersten Blick. Wenn ich aber damit arbeiten will oder es aufheben will und umwandeln und sonstiges, eine kleinere GOP produziert stabilere Files, weil ich quasi weniger Abhängigkeiten zwischen den Bildern habe. Sollte ich das Pech haben, dass mir in einem iFrame ein Fehler passiert, ein Bit umfällt oder irgendwas kaputt ist, dann sind die Bilder, die danach kommen, ebenfalls beschädigt. Wir haben bei uns im Archiv zum Beispiel GOP Size 1, das heißt ein Intra-Frame-Only-Codec, das heißt, jedes Bild ist ein Vollbild, damit die Files so robust wie möglich sind. Gesundheit. Was wir auch noch haben, ist die Bitrate. Das ist nur bei verlustbehafteten Formaten relevant, da kann man sich auch einstellen und da kann man einfach, das ist dieser Wert, den man drehen kann, den man meistens nimmt, um die Bildqualität einzustellen, im Sinne von, naja, es kriegt halt eine Handvoll Kilobit oder doch ein paar Megabit. Um da Richtwerte anzugeben, eine DVD hat standardgemäß ein Maximum von 9,8 Megabit. Und wenn man da zu wenig nimmt, also wenn man es einstellen kann, sollte man schauen, dass sie halt größer ist, produziert natürlich wieder größere Files. Aber das heißt, wir haben jetzt schon mal drei Auflösungsparameter, die unsere Größe und unsere Qualität bestimmen. Framerate, wie vorher schon gesagt, bestimmt ebenfalls die Dateigröße. Das kann man sich meistens nicht aussuchen, weil sie geräte- oder länderspezifisch ist. Ich erwähne sie aber hier trotzdem nochmal, dass man darauf schaut, weil je nachdem, welchen AD-Konverter man einsetzt oder welche Kamera oder welches Equipment, greifen die manchmal in die Framerate ein. Wir hatten auf der Uni das mal, dass wir ein Videoprojekt gemacht haben auf einem Mac und dort ziehst du ein Zeug rein und alles tut und blinkt und es ist eh schön und man kann nachher DVD damit brennen, aber es hat still und heimlich von PAL auf NTSC konvertiert, weil das halt einfach noch auf US eingestellt war. Damit fügt es Frames ein, macht Dinge damit und dann weiß man oft gar nicht, wo auf einmal gewisse Bildartefakte herkommen, wie zum Beispiel Interlacing, wo vorher keins war, weil beim Ändern der Framerate oft auch Halbbilder eingefügt werden, gerade bei der Konvertierung zwischen NTSC und PAL. Manchmal hauen sie auch einfach Frames weg, wenn sie nicht nachkommen, oder interpolieren Halbbilder, sodass quasi ein Halbbild die Information von zwei anderen Halbbildern beinhaltet und solche Sachen. Gibt die buntesten Dinge. Gibt noch mehrere Faktoren. Digitales Video ist nämlich gar nicht so geradeaus, wie man eigentlich glauben möchte. Wir haben Farbräume. Wer weiß, was Farbräume bei der Darstellung sind? Okay. RGB ist so der üblichste Farbraum, wenn man mit Computerbildschirmen zu tun hat, das ist einfach rot, grün, blau. Ich gebe die drei Farbwerte an, je nachdem wie ich sie zusammenmische, kriege ich eine Farbe. Jetzt habe ich da YUV. Wer von euch weiß nicht, was YUV ist? Okay. YUV ist, kommt aus dem analogen Fernsehen und ist auch jetzt noch im digitalen Video so, weil das trennt nicht in rot, grün, blau, sondern in Helligkeit, also Y steht für Luminance. Und UV ist ein interessantes Farbmodell. Quasi Y ist das Schwarz-Weiß-Bild. Das kommt daher, dass man abwärtskompatibel war auf der elektrischen Ebene zum Schwarz-Weiß-Bild und zur Übertragung. Und die Farbinformation wurde nachträglich drüber gelegt. Jetzt hat man ein Farbmodell entwickeln müssen, wo ich die Farbe nicht über drei Komponenten, sondern über Schwarz-Weiß plus Farbe abbild. Das ist YUV. RGB habe ich schon gehabt. Und XYZ ist nicht erfunden. Wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, ja, genau, XYZ. Es ist wie FUBAR. Ja? Nein, XYZ ist wirklich ein Farbraum, der im Filmbereich vorkommt und der kommt einem in der Praxis relativ selten vor, unter, außer man hat mit Film zu tun. Und es ist ein ebenfalls anderes Farbmodell, das optimiert darauf ist, wie wir Farben wahrnehmen. Also RGB ist praktisch für Darstellungsmöglichkeiten wie Bildschirm oder Fernseher, die über rot, grün, blauen Punkt anfärben. YUV kommt aus dem Videobereich, aus der Signalübertragung und XYZ ist ein Farbraum, der für Film im Digitalbereich verwendet wird. Subsampling. Subsampling ist ein sehr spannender Punkt. Wer weiß, was Subsampling ist? Streber.
man würde annehmen, wenn ich ein Bild mache, dann habe ich ja meine Farbinformationen da drin, ich habe meine Pixel, alles ist wunderbar. Nehmen wir zum Beispiel ein JPEG. Ein JPEG speichert ebenfalls in YUV. Da gibt es nämlich einen coolen Schmäh. Ich habe gesagt, Y ist schwarz-weiß und die Farbinformation wird drüber gelegt. Unser Auge, die Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen, funktioniert so, dass Helligkeit ist das Wichtigste, damit wir Kontrast und Objekte erkennen. Die Farbe ist so ein Add-on. Und deswegen hat man die Farbe, das Subsampling ist, dass ich die Farbinformation von U und V mit einer geringeren Auflösung abspeichere. Das heißt, wenn das mein Vollbild ist, ist meine Farbinformation für U nur so und V detto bei 422. Bei der Darstellung wird es einfach wieder groß gestreckt und dadurch wird es interpoliert. Das heißt, ich habe weniger Schärfe in der Farbe. Das sieht man ab und zu bei schlechten Videos, auch wenn die Farbe aussaftelt. Das gibt es eben auch bei digital. Das kommt teilweise auch über Subsampling. Ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail. Kann man nachlesen, Wikipedia Subsampling, gibt es auch wunderschöne Grafiken, wie das dann genau aufgebaut ist. Was wichtig zu wissen ist, ist, dass die meisten Kameras, die digital aufnehmen, die ziemlich sicher auch die besseren, nehmen 4:2:0 auf. Das heißt, Vollauflösung für alle drei Komponenten wäre sogenanntes 4:4:4, das heißt kein Subsampling, alles in voller Auflösung da. 4:2:2 ist Luminance, Chrominance, Chrominance und 4:2:0 stretcht das nochmal, weil es quasi sagt, das mit dem Blau, das brauchen wir noch weniger. Das heißt, man hat eigentlich eine relativ unscharfe Farbinformation technisch gesehen, standardmäßig schon in dem, was die Kameras ausspucken. Es spart übrigens aber Platz, da kommt es auch her. Auf der einen Seite von der analogen Übertragungsebene, wo man wirklich im Frequenzband schauen hat müssen, dass man da drin bleibt mit der Farbe. Und im Digitalbereich ist es so, dass wenn ich jetzt 8 Bit pro Component habe, oh, zu denen komme ich dann mal noch, nehmen wir zuerst die, dann verstehen wir es vielleicht leichter. Bei RGB kennt man das vielleicht, man hat, wenn man jetzt zum Beispiel eine Farbe zusammenmischt in ein Grafikprogramm oder auch für einen Webbrowser, dann kann ich sagen, ich hätte gern von 0 bis 255 Rot und Grün und Blau. Das sind 8 Bit pro Komponente. Diese Bits pro Komponent gibt es halt auch bei allen anderen Farbmodellen, zum Beispiel auch Y, U und V als drei Komponenten. Und die kann ich entweder mit 8 Bit pro Komponent abtasten oder auch 10 oder 12, 14 oder 16. Die meisten Fälle, die einem unterkommen, sind in der Praxis 4:2:0, eben als Subsampling, Farbraum YUV bei Video und 8 Bit linear. Alles über 8 Bit geht zwar, schränkt aber schon die Auswahl an Programmen, die damit ordentlich umgehen, extrem ein, bis hin zu Codecs, die die Möglichkeit gar nicht anbieten, dass ich mehr als 8 Bit pro Komponente verwende. Um sich das in Zahlen mal anzuschauen, wenn ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild mal nur hernehme und ich habe 8 Bit pro Component, habe ich 255 Graustufen. Das ist so mein dynamischer Bereich. Wenn ich im Broadcasting-Bereich das einschränke auf Broadcasting Safe, darf ich nicht einmal diese vollen 8 Bit verwenden, sondern nur 16 bis 235. Das ist dann quasi Broadcast Safe. Das heißt, die Dynamik an Unterschieden, die ich darstellen kann in den Grauwerten, ist nur maximal, also weniger als 0 bis 255. Wenn ich 10 Bit habe, kann ich auf einmal Graustufen von 0 bis 1024 darstellen. Das heißt, ich habe einfach für die Nachbearbeitung von Material ist das sehr relevant, weil man dann damit einfach besser eingreifen kann, weil mehr Information da ist. Das waren jetzt die Auflösungskomponenten für Video. Ich habe gesagt, es gibt Container, Codecs und Codecs. Zu den Containern. Ich werde da jetzt mal drüber rauschen, weil sonst geht die Zeit aus. Es gibt unterschiedliche Container. Ein paar davon habt ihr vielleicht schon gesehen. Einer, der im professionellen Produktionsbereich gerade zunimmt, ist MXF und steht für Material Exchange Format. Das ist quasi so das eierlegende Wollmilchschwein. Zumindest war es als solches gedacht. Das kann alles. Das Problem dabei ist, also das Gute ist, es ist standardisiert. Das Problem in der Praxis ist, es ist so komplex, dass man sich es vorstellen kann wie ein XML ohne Schemadefinition. Wenn jemand sagt,
Oh, da hast du ein XML, heißt das genau gar nichts. Und das kann funktionieren, muss aber nicht. Und es gibt massive Interoperabilitätsprobleme mit dem Container. Und ich erwähne deswegen, weil halt wirklich im Profibereich ist es so, oh, MXF muss sein. Für den Semi-Pro bis pragmatischen Bereich kann einem der aber mehr Probleme und Herausforderungen bescheren, als einem lieb ist. Für Audio gibt es ganz andere Container, aber die erwähne ich jetzt nicht großartig weiter. Also, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl an Containern. Und das ist nur der Container. Codecs. Wer weiß nicht, was ein Codec ist? Gut, dann brauche ich jetzt Codec nicht großartig erklären. Es gibt unterschiedliche, ich unterscheide zwischen drei unterschiedlichen Arten von Codecs für Medieninhalte. Und zwar ist es verlustbehaftet, also lossy. Das heißt, ich verliere Informationen. Ich komprimiere, kriege super Kompressionsraten auch raus. Aber wenn ich das öfters mache, wird es immer schlechter, schlechter, schlechter. Das heißt, ich habe dasselbe Problem, wie ich beim Analogbereich habe. Ich habe einfach einen Generationsverlust. Diese Variante von Codecs ist derzeit im Videobereich absolut üblich und sogar im Profibereich immer noch der Standard. Einfach nur, weil die Datenmengen von nicht verlustbehaftet noch so unangenehm sind, dass man es nicht angreifen will. Das heißt, was ihr auch immer mit Video in der Hand gehabt habt, war ziemlich, ziemlich sicher verlustbehaftet komprimiert. Und dann wieder bearbeitet und nochmal auf verlustbehaftet. Das heißt, das addiert sich. Dementsprechend schauen dann auch die Videos auf YouTube aus. Im Gegensatz dazu gibt es verlustfrei. Das ist lossless. Und ich habe keinen Informations- und Qualitätsverlust. Deswegen stelle ich auch keine Bitrate ein, weil es komprimiert so gut es komprimiert. Und das kann ich so oft machen, wie ich will. Es ist mathematisch verlustfrei. Und das Lernende ist das. Also im Archivbereich ist das so das, wo man hin sollte. Weil wenn ich es aufhebe, dann am besten ohne Verlust. Und ich weiß ja nie, welches Format in der Zukunft da sein wird oder funktioniert oder besser ist. Und wenn ich es quasi lossless machen kann, dann sollte ich das auch tun. Das ist, wie ich Ende 2009 angefangen habe mit dem Videoarchivprojekt in der Mediathek, war das so, das geht nicht. Es gibt JPEG 2000 lossless, das ist nur in Hardware machbar und Ding. Aber ich werde dann noch erwähnen, dass es inzwischen einen Codec gibt, der auf normalen Rechnern in Echtzeit lossless machen kann. Das ist nämlich sehr rechenintensiv. Als drittes gibt es noch unkomprimiert. Witzigerweise ist im Audioproduktionsbereich ist ganz klar, man macht unkomprimiert. Also jeder, der in ein Studio reingeht und sagt, ich habe da mein MP3 und ich mache das alles in MP3 und ich habe dem eh total hohe Bitraten gegeben und es klingt eh gut, der kann das Studio sofort verlassen, weil der soll seine, da wird so gesagt, mach deine Hausaufgaben, wir arbeiten unkomprimiert, BAFs, PCM-Encoding, darunter tun wir es nicht. Die Endkopie fürs Web, okay, vielleicht auch auf die DVD, aber nicht bei der Aufnahme und nicht bei der Produktion. Im Videobereich ist das nicht so, witzigerweise, deswegen erwähne ich das, weil die Leute sagen, na klar, machen wir lossy. Und im Audiobereich würden sie einen dafür lynchen, aber nur deswegen, weil es im Audiobereich schon leicht geht. Und im Videobereich, wenn man sich die Zahlen anschaut, ein SD-Video, nur SD mit 720x576, subgesampled auf 422, also eh schon nur mehr weniger Bits, hat 1,86 GB pro Minute ohne Audio. Das ist unkomprimiert SD. Jetzt kann man sich ungefähr die Zahlen ausrechnen für HD und dann auch sich überlegen, was für Hardware man braucht, damit die Datenträger die Daten überhaupt schnell genug bis zum Bildschirm liefern. Das ist machbar, man braucht nur wirklich immer noch heftige Hardware dafür. Hat keine Rechenlast, aber der Daten-IO bringt einen ziemlich um. Vor allem, wenn man viele Videos davon hat, summiert sich das zusammen, man kann nicht über das Netzwerk arbeiten, etc., etc. Ein paar, da habe ich ebenfalls noch ein paar Größenvergleiche, damit man es irgendwie in Relation setzen kann. Unkomprimiert 1,86 GB pro Minute. FFV1, das ist der Codec, mit dem wir bei uns im Archiv derzeit arbeiten. Das ist ein verlustfreier Codec, der hat im Vergleich dazu für dasselbe Material durchschnittlich 400 MB. Teilweise drunter, teilweise drüber. Und JPEG 2000 Lossless, was so das, der beste Lossless-Codec ist, laut Industrie und Professionals vom Platzverhältnis her, ist eigentlich gleich auf mit FFV1. Unterschied zwischen den beiden ist die Performance. Wo FFV1 Single-Threading SD-Material in Realtime schafft, steht der JPEG 2000 Lossless-Implementierung mit allen vier Cores am Limit an und da reden wir noch nur von SD. Die Audio
Filegrößen, also Datenmengen sind im Vergleich zum Video einfach so vernachlässigbar, dass es sich empfiehlt, wenn man kann, Audio unkomprimiert aufzunehmen und auch unkomprimiert abzulegen. Es macht es gerade wirklich nicht mehr fett. Aber hat massiven Einfluss auf die Qualität, vor allem bei Nachbearbeitungen. Da ist jetzt noch ein Auszug aus verlustbehafteten Codecs. Ich mache das jetzt relativ schnell und springe darüber. Ich wollte nur eine Folie haben, dass man auch ungefähr sieht, ah ja, MPEG 2 von DVDs. Wenn ihr all diese Sachen kennt, die sind alle lossy. Was man weniger kennt, weil es einem einfach weniger oft runterkommt, sind eben lossless Codecs. Davon gibt es gar nicht so viel. Es gibt mehr als diese, aber das sind so die relevantesten in der Praxis, sage ich jetzt einmal. H264 lossless, H264, wer kennt H264 nicht? H264 ist ein MPEG-4 Advanced Video Coding Profil und derzeit der Standard Codec für so ziemlich alles. Also die meisten Kameras, die meisten Smartphones, Webvideos verwenden derzeit H264 als Videocodec. Lossy, der kann auch lossless, nur implementiert es keiner oder wenige. Das heißt, es ist ein ganz schlecht kartografiertes Gebiet und man kommt relativ nicht weit damit. JBoard geht selbiges. Es gibt den Lossy-Modus und den Lossless-Modus. Der Lossless-Modus ist einfach aufgrund der reduzierten Anwendungsfälle immer schlecht implementiert, weil es einfach so wenig Leute interessiert. FFV1 hingegen kommt von FFmpeg, das ist ein freies Softwareprogramm, das ist so ein Video-Transcoding-Tool von so ziemlich allem nach allem. Und der ist von Tag 1 offen und frei und macht nur Lossless und das zigmal schneller als JBoard Lossless. Deswegen, ich erwähne den da, dann könnt ihr euch das mal anschauen, das ist ein ziemlich Jahr. Das ist was anderes. Das ist einfach, dass ich quasi unterschiedliche Auflösungen rausziehen kann aus dem Stream. Ich glaube nicht, dass das unbedingt damit zu tun hat. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich könnte sagen, man kann in einen Lossless-Mode schalten, aber das hätte jetzt nichts mit mehreren Auflösungen oder niedrigere Bitrate im Stream noch dazu. Es gibt dann auch noch Hufjuf. Hufjuf gibt es schon relativ lang, wurde oft als Intermediate-Codec für Bearbeitungen verwendet, ist super schnell, komprimiert halt nicht so gut. Und Uncompressed ist ebenfalls verlustfrei, aber halt riesig. Da sind jetzt noch ein paar verlustbehaftete Audio-Codecs ebenfalls. In der Praxis kommt einem oft das unter, wobei bei Audio ist es besser, weil PCM-encoded sieht man immer öfter und ist zum Beispiel bei DV-Material, wenn man auf kleinen DV-Tapes gefilmt hat oder filmt, ist das Audio unkomprimiert in PCM. Also PCM ist, wenn ihr zum Beispiel WAV kennt als Container, ist meistens in dem WAV drin als Codec PCM. Und es gibt noch den Free Lossless Audio Codec, der aber im Videobereich selten auftaucht. Archivieren. So, ich habe noch 15 Minuten. Wenn ich jetzt diesen ganzen Schmafu gebracht habe, von wegen, das Video hat so und so viele Eigenschaften, das sollte man alles wissen, um Entscheidungen treffen zu können, woher weiß man es? Das ist jetzt die simpelste Möglichkeit, die ich jedem empfehle, der irgendwie Video in die Hand nimmt, sich mal anzuschauen. Wenn man es mit dem VLC ein Video aufmacht, kann man unter Tools Codec-Informationen, kriegt man dieses kleine Fenster und da steht drin, ich habe zwei Streams, einen für Video, einen für Audio. Der Stream hat folgende Auflösung, folgenden Codec und da ist auch Farbraum und Subsampling drin. Man sieht 4.2.0. Und das gleiche auch für Audio. Das ist sehr praktisch, um mal auf die Schnelle, wenn man kein anderes Tool zur Hand hat, mal zu wissen, womit habe ich es überhaupt zu tun. Das kann bei Abspielproblemen oder Konvertierungsproblemen schnell mal einen Aufschluss darüber geben, womit man es überhaupt zu tun hat. Tools, die ich oben noch erwähne, ist Mediainfo. Das ist recht nett für Leute, die es gerne in der Grafischen brauchen. Das kann man sich installieren und kann dann einfach auf ein File und sagen, gib mir. Und der kann einem dann noch viel mehr Informationen anzeigen, über was in dem File drin ist und wie. Mein Tool der Wahl ist FFProbe, das ist ebenfalls ein Teil von FFmpeg und ein Tool, das einfach reinschaut und mir bis hin zu den ärgsten Detailinformationen über Videos alles Mögliche ausgeben kann, in Formaten von Plaintext über XML bis hin zu JSON. Was gerade im Automatisieren von zum Beispiel Archivvorgängen
sehr, sehr praktisch ist. Also was ist meine Wunschliste an ein Format, wenn man jetzt Video ablegt? Das ist jetzt die Wunschliste, die man quasi wirklich im Archiv-Archiv-Bereich hat, wo man dann halt schauen kann, wo man mit seinen Möglichkeiten, je nachdem, ob man das jetzt für andere Institutionen, für Uni-Institut oder für daheim macht, kann man sich dann so seine Rosinen rauspicken und sagen, das ist mir mehr oder weniger wichtig oder das kann ich mir leisten oder nicht. Verlustfrei, wenn möglich, von Bild und Ton, was auch immer das heißt. Wenn das Format schon lossy ist und ich behalte es lossy, habe ich zumindest auch nichts verloren. Aber ich soll es nicht von lossy in lossy konvertieren. Farbraum und Subsampling, wenn möglich, beibehalten und nicht konvertieren. Also quasi rausfinden, ist meine Quelle RGB, XYZ, YUV. Und schauen, dass man diesen Farbraum nicht ändert. Viele Programme, zum Beispiel Adobe After Effects, wenn du das File reinladst, denkt er intern in RGB, weil seine Prozeduren in RGB denken. Und das heißt, man hat automatisch, wenn man das File aufmacht und abspeichert ohne Bearbeitung, schon einen Verlust, weil der Farbraum nicht verlustfrei von einem in den anderen umgewandelt wird. Merkt man selten. Aber wenn man es öfters macht, sieht man es. Metadaten erhalten. Auf den Punkt kann ich jetzt leider nicht genug eingehen, weil das ist ein ganz eigenes Thema für sich, aber man kann in den Files drin ja noch so Sachen haben wie Titel, Beschreibung, wo ist es aufgenommen worden, Timecode. Das sind alles Metadaten. Wenn möglich, erhalten. Sei es im File oder daneben in einem Textfile oder XML, alles gut, aber wissen, was man hat und das im besten Fall auch aufheben. In jedem Fall ein offenes Format. Es gibt Standards, H264 ist ein Standard. Er ist nicht unbedingt ein barrierefreier Standard, weil so wie die meisten anderen MPEG-Codecs sind Patente drauf. Das ist auch der Grund, warum man unter Linux-Rechnern diese Sachen meistens out of the box nicht abspielen kann, sondern Pakete von anderen Paketquellen dazu installieren muss, zum Beispiel Debian Multimedia, aus rein patentrechtlichen Gründen. Trotzdem ist es immer noch besser als irgendein geschlossenes proprietäres Format. Wir haben in der Praxis bei uns im Archiv aber oft schon die Erfahrung gemacht, Leute filmen, es ist MPEG-4 Standard, H264 ist auch MPEG-4 Standard, AAC ist auch MPEG-4, also ein Audio-Codec, auch Standard, aber je nachdem, mit welchem Gerät es gemacht wurde, mit welcher Software, verhält es sich anders und kann die buntesten Probleme oder Nicht-Probleme verursachen. Und das ist von der Implementierung abhängig, also wirklich von dem Tool, sei es Hardware oder Software, das eure Files erzeugt oder bearbeitet. Das beeinflusst auch die Erhaltbarkeit dieser konkreten Files. Das heißt, wenn ich Files mit einem offenen, auf einem offenen Standard basierend habe, die aber mit einer geschlossenen Implementierung erzeugt wurden, kommt es in der Praxis vor. Und der ORF hat jetzt gerade am Dienstag, war ich in einem Workshop, wo sie stolz berichtet haben, dass sie ihre Files, ein anderer Videostandard, jetzt mit einem Riesenaufwand wieder korrigiert haben, weil der Hersteller, der die ursprünglichen Videoaufnahmen erzeugt hat, den Standard halt ein bisschen freizügiger implementiert hat. Das heißt, die Zugänglichkeit zur konkreten Implementierung macht einen Unterschied, wie es für euch in der Zukunft ausschaut, ob eure Files, wie sich die verhalten und wie nicht. In unserem Fall haben wir, dadurch, dass wir nur Formate ins Archiv lassen, die zumindest frei und offen implementiert existieren, Patente hin oder her, archivieren wir den Git-Tree von, also das ganze Repository von FFmpeg mit und haben damit von mir als Informatiker aus gesehen relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass wir das in der Zukunft aufmachen können, auch wenn uns die ganze Welt verlässt. Und ein letzter Punkt, je einfacher ein Format ist, desto besser ist es, weil es desto leichter kann man es aufheben. Textfiles, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, kann ich jetzt noch aufmachen. Wordfiles, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, kann ich jetzt nie mehr aufmachen. Und andere Files, die je komplexer es ist, desto schwieriger wird es wieder auf sie zuzugreifen. Das ist also meine Wunschliste. Und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man quasi seinen Zugang, seine Möglichkeiten auf das abklopfen und dann die Entscheidung treffen, wo mache ich Abstriche, wo mache ich keine Abstriche. Es sind also Entscheidungen zu treffen. Das eine ist, nehme ich ein File für alles. Das ist ein Ansatz, der ist relativ verbreitet, auch im Profibereich, weil es schaut ja wunderschön aus. Ich habe ein File. Wie simpel kann es sein? Ein File. Meine Mutter freut sich über ein File. Schau, ein File. Und das File kann es verschieben, das File kann es öffnen.
Das war es dann aber auch. Weil, wenn ein File mit der ganzen Komplexität, die ich vorher eben herzeigen wollte, und da waren die Metadaten noch gar nicht drin, wenn ich all das in ein Ding packen will, dann kriege ich zwar die eierlegende Wollmilchsau, die aber vielleicht nicht so lebensfähig ist, weil sie kann nichts wirklich so richtig gut. Das führt in der Praxis massiv zu Problemen. Und dann habe ich auch das Problem mit einer Formatobsoleszenz noch stärker, weil je komplexer ein Format ist, je mehr Fälle es abdeckt, desto schlechter sind die Einzelfälle implementiert, weil der eine macht das, der andere macht das. Das erhöht die Chancen, dass ich Formatobsoleszenzprobleme habe, enorm. Und habe auch mehr Abhängigkeiten. Die Variante von dem File kann ich nur in dem Programm öffnen, weil der kann den Bitstream, den er da reingeschrieben hat, lesen, weil das Format kann so viele Arten also beinhalten überhaupt. Und ein wichtiger Punkt sind Storage-Kosten. Video ablegen kostet und es kostet enorm und es ist derzeit das der Grund, warum die meisten Leute froh sind, wenn die Files, die sie aus ihrer Kamera rauskriegen, wuzi-wuzi sind, weil dann kann man viel mehr davon auf eine Festplatte packen. Schön wäre es natürlich, irgendwann, wenn wir dorthin kommen, dass man sich das leichter leisten kann, so wie jetzt mit WAV bei Audio. Wir haben bei uns bei der Mediathek, was braucht, was funktioniert, was man sich leisten kann, was aber die höchsten Qualitätsansprüche hat. Das heißt, verlustfrei, stabil, nachhaltig, gut dokumentiert, offen und umsetzbar und interoperabel. Das heißt, wir legen die Files derzeit in FFV1 Lossless Codec, PCM, unkomprimiertes Audio. Wir legen sie in einen AVI-Container ab. AVI wird oft inzwischen so, da kann ja nichts. Ja, ganz genau. Und das ist das Schöne, weil das kann nichts, aber was es kann, ist Bild und Ton beinhalten. Und damit kriege ich das mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit die nächsten Jahre noch auf, im Unterschied zu Formate, die die ärgsten Stunts können, aber abhängig davon, wer diese Informationen noch interpretieren kann. Platzbedarf ist enorm. Wie gesagt, wir haben durchschnittlich 400 Megabyte pro Minute Video und bauen jetzt einen neuen Storage auf mit 2x 300 Terabyte, weil wir brauchen ja auch Backups. Bezüglich Speichermedien, auf was legt man es ab? Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, gebrannte optische Datenträger sind so ziemlich das Gefährlichste. Mir fällt jetzt kein netteres Wort ein. Weil vorher auch kommen ist, man lässt seinen Film scannen und kriegt dann eine DVD, vielleicht kriegt man auch eine Blu-ray. Die ist nicht gepresst, die ist gebrannt. Das ist sehr lichtempfindlich. Dieses Trägermaterial ist so anfällig, dass, ihr kennt es wahrscheinlich schon von daheim, macht mal eure CDs, die es brannt habt, auf, die eine Handvoll Jahre sind und schaut, wie viele Datenfehler das habt. DVDs noch mehr, je höher die Datendichte, desto größer die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls. Also wenn auf optische Datenträger, dann gerade mal als Ansichtskopie. Und wenn Sie es für Video verwendet, die Videoformate, die es auf optischen Datenträgern gibt, sind ausschließlich lossy und haben immer Subsampling und haben Bitratenlimitierungen und sind dadurch quasi, gerade wenn man von einer Quelle wie Film kommt, was eine unglaublich hohe Farbdynamik hat und Details und alles, das auf einer DVD abzubilden, ist gerade mal okay zum Anschauen. Aber von der DVD in ein Medium der Zukunft, was auch immer dann ist, zu konvertieren, da ist dann schon nur noch weniger drin. Deshalb Festplatten. Wie schaut es mit Festplatten aus? Festplatten sind super, weil das Platzpreisverhältnis ist gemütlich, das ist leistbar. Nachteile, ich habe bewegliche Bauteile, ich habe Elektronik drin. Wenn mir was bei der Festplatte ausfällt, wird es nicht die Magnetisierung auf meinen Platten sein, sondern wahrscheinlich der Kopf wird hin und vor allem, wenn ich es einfach sicher ins Kastel lege, ich habe teilweise die Schmierfette, die mir aushärten, Elektronik, wo dann irgendwann die Kondensatoren anfangen zum Saffeln. Also das Problem ist eigentlich, Festplatten in der Kastel legen, Glücksspiel. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht funktioniert, aber man sollte es vielleicht in unregelmäßigen Abständen wieder rausholen und anstecken, um zu schauen, wie es ihnen geht und im besten Fall laufend umkopieren. Bezüglich Umkopieren, es gibt auch noch ein drittes, das ist Bandlaufwerke. Im Consumer-Bereich inzwischen weniger. Streamer-Laufwerke waren früher, bevor es CD-Brenner gab, eher Usus im Privatbereich. Das sind einfach Magnetbänder, wo man digitale Daten drauf speichern kann. Die haben inzwischen eine Handvoll Terabyte Speicherplatz auf einem Band. Kostspielig, aber der Vorteil ist, das Medium an sich ist relativ robust. Also die Hersteller geben an 20 bis 50 Jahre.
Was sie nicht angeben, was man aber wissen sollte, ist, ich brauche ein Laufwerk und ich brauche Software. Ich habe auf dem, sowie auf meiner Festplatte und auch auf meinen optischen Datenträgern, habe ich Dateisysteme. In den Dateisystemen habe ich meine Files, in den Files, also wieder der Container, habe ich die Codecs, das heißt, ich habe diese Zwiebelschichten. Und beim LTO-Band ist es so, dass die meisten Programme, die derzeit so Standard sind, schreiben irgendein Filesystem, das ich nur mit der Software aufmachen kann, von dem Hersteller, von der Software. Es gibt LTFS, das nimmt zu, aber es ist nicht unbedingt exakt. Also das ist was, auf das sollte man schauen, wenn man sich sowas anschafft. Unterm Strich, es gibt derzeit kein One-Size-Fits-All-Speichermedium für die Langzeitarchivierung. Die Sachen mit, wir meißeln es in Stein oder wir schreiben es auf Pergament oder belichten es auf Film aus. Es gibt auch Bits on Film. Super, aber die Zugänglichkeit ist relativ komplex und deswegen gerade für außerhalb des Spezialarchivbereichs ist es am besten, macht so viel Kopien wie möglich. Am besten auf mehrere Festplatten und dann auch noch Ansichtskopien auf optische Speichermedien, wenn es könnt, auf Band. Und das habe ich nicht überspringen. Es tut mir leid. Es ist doch kompliziert, dass ich angefangen habe. Also, mehrere Speichermedien, wenn es könnt. Von unterschiedlichen Typen, das erhöht eure Chancen. Und umkopieren, solange ihr noch könnt. Solange ihr auf die Sachen noch zugreifen könnt. Ab Band nach 5 Jahren ausgraben, kann es sein, dass ihr keine Laufwerke mehr kriegt für die Bandgeneration. Remuxen. Wenn ihr Material von der Kamera reinkriegt, das hat auch schon geheißen, man wandelt es dann um und hat dann quasi sein Format vereinheitlicht, damit man damit schneiden kann. Das ist im Schnittbereich eigentlich immer Usus gewesen, außer in den Konsumerprogrammen. Die wandeln im Schnittprogramm, wandeln es immer auf unkomprimiert um, für die Zeit der Bearbeitung. Was man auf jeden Fall machen kann, ist seine Videofiles, ohne sie neu zu transkodieren, umzuwandeln. Das heißt, also es ist Remultiplexing, das heißt, ich schreibe nur den Container neu, und nehme die Bits vom Bitstream 1 zu 1 rüber in den neuen Container. Klingt ein bisschen komisch, macht aber den Unterschied, dass wie der Container geschrieben ist, macht Unterschiede für die Programme und fürs Transcoding. Und in der Praxis hat sich herausgestellt, das sind simples Remuxen. Das schaut übrigens so aus. Das sind FFmpeg alt, FFmpeg neu. Ich sage einfach nur Input-Video, Codec-Copy, Output-Video. Dann schreibt er den Container neu. Mir geht keine Qualität verloren. Aber ich sehe damit relativ schnell, fällt mir mein Audio-Video-Synchronizität auseinander. Das ist eines der vielen Dinge, die man da schon sieht. Und dann kann man da schon reingreifen und weiß, wie stabil sein File ist. Wenn ich das nämlich nicht mache und ich lege nur das Original ab, kann mich das irgendwann später, je nachdem welches Programm dann das File wie interpretiert, einholen. Das ist also eine Möglichkeit, schnell rauszufinden, woran man ist. Ohne Qualitätsverlust. Und auch seine Files zu vereinheitlichen. Wenn ich zum Beispiel jetzt mehrere Container habe, aber den gleichen Codec, kann ich die Sachen remuxen. Die Integritätssicherung wird jetzt ein bisschen kurz kommen, aber wer von euch kennt sich mit MD5-Prüfsummen aus? Ja, gut. Es ist im Admin- und IT-Bereich Usus, da gibt es Prüfsummen, das sind quasi mathematische Algorithmen, die man über Daten anwendet und dann kann man feststellen, diese Daten sind genauso wie vorher oder eben nicht. Wir verwenden bei uns Dateiprüfsummen, das sind die, die man kennt, man macht eine Prüfsumme pro File. Es gibt dann auch noch Segmentprüfsummen, die lasse ich jetzt mal, aber Contentprüfsummen sind super praktisch, und zwar sind das Prüfsummen über den Inhalt. Weil wenn ich eine Prüfsumme über das File habe, ist das samt Container, samt allem drum und dran, wenn ich irgendwas an dem File ändere, indem ich es einfach nur reinschreiben will, an Titel von dem Film, dann ändert sich die komplette Prüfsumme der Files. Nicht tragisch, aber man muss wissen. Wenn ich jetzt von einem Format in ein anderes migriere, da springe ich jetzt mal drüber, dann kann ich diese Prüfsummen verwenden für eine automatische Formatmigration, um sicherzustellen, dass mein Inhalt verlustfrei von A nach B, von Format A nach Format B gekommen ist. Gilt in dem Fall natürlich nur für Lossless-Varianten. Also ich habe zum Beispiel das Quelle H264, lossy komprimiert, will es aber ablegen in FFV1 lossless, dann mache ich MD5, das ist das Kommando für FFmpeg, ebenfalls recht simpel. Ich sage Video rein, in dem Fall lasse ich Audio mal zur Seite, sage Format ist Frame MD5 und kriege ein Textfile, wo das Video dekodiert wird und das unkomprimierte Bild im Rahmen von dem eine Prüfsumme genommen wird und die in der Textfile geschrieben wird.
Das heißt, ich kriege ein Textfile mit so einer Handvoll Megabyte und da steht für jedes Bild eine Prüfsumme vom unkomprimierten Bild. Und dadurch kann ich, wenn ich in ein Format der Zukunft migriere, automatisch sagen, mein Inhalt, jedes Bild, geht sogar für Audio-Samples, ist gut von A nach B gekommen, ohne Verlust. Oder, wenn es nicht gut von A nach B kam, weiß ich es zumindest. Da gibt es noch unglaublich viel, aber ich sage mal, Fragen? Vorschläge, Kommentare, Beschwerden? Okay. Ah, ja. Ja. Können tut man schon, das kostet halt. Können tut man schon, kosten tut es halt. Ja, aber es geht ja so ein Räumen, dass ich gerne eine Gebäude hinstelle und meine Arbeit mit. Also da ist man schon froh, wenn man genug Terabyte hat in der Tasche mit einem Kamera. Also da funktioniert es nicht, da muss man aber wirklich mal sich ein Format suchen, das man aktivieren kann. Mhm. Nein. Ich kann nicht für eine Stunde Codec, für eine Stunde Video irgendwie 500 Gigabyte haben. Doch, sollte man auch. Also im Privatbereich, im Privatbereich kann man einfach sagen, irgendwo muss man Abstriche machen. Im Nationalarchiv, wenn ich da anfange, die Abstriche zu machen, die ich im Konsumerbereich mache, dann that's my light. Also zum Beispiel bei Film ist es so, dass Film hat ein, da verhält sich der Farbraum generell, das Farbverhalten anders, aufgrund des Lichtmodells und nicht magnetisch. Das heißt, man legt dort bis zu 16 Bit pro Component ab und archiviert das auch so. Das ist dann quasi ein LTO-Band mit einer Handvoll Terabyte pro Kopie des Films. Davon gibt es drei, das gescannte Original, die Nachbearbeitung und mit Rausch- und Kratzentfernung und die dritte mit Color Grading. Das macht man schon, weil man ja immer davon ausgehen muss, dass man es nachher bearbeiten will, weiter damit arbeitet. Und ich brauche die Farbdynamik gerade eben für Color, also für Farbrestaurationen. Und im Videobereich ist es schon so, dass wir bei uns in der Mediathek auch anpeilen, jetzt dann 10-Bit zu machen. Das machen wir nur deswegen noch nicht, weil wir noch keine Möglichkeit gehabt haben, in 10-Bit aufzunehmen, sodass wir es in unserem Workflow unterbringen. Aber wir müssen das platzmäßig einfach da blasen, deswegen halt nicht uncompressed. Wirklich capturen, also quasi am Videorekorder play und am Computer aufnehmen, nehmen wir derzeit in Echtzeit direkt den FFV1 auf, aber nur 8-Bit, weil wir sonst nämlich das zeitmäßig nicht unterbringen, dass wir zuerst 10-Bit aufnehmen und dann transcoden. Das von der Menge einfach nur, damit wir quasi mit der Menge an Material klarkommen. Aber vom Platz her muss es sich einfach ausgehen. Dann muss auch einfach der Platz angeschafft werden. Weshalb wir jetzt eben unseren Storage auf 300 mal 3 Terabyte erweitert haben. Also das muss man halt dann auch den Magistrat und den Geldgebern gegenüber erklären, dass sicherlich könnte man es auch alles einfach auf DVD ablegen, wenn es nur um das ging. Also ich verstehe schon, dass man da einfach abwägen muss. Sonst noch? Ist das das in der Dörferstraße? Ja, genau. Wo die vom Technischen Museum wieder gebaut? Genau. Du sollst schon schwören. Ja? Und das ist ja gut gefallen. Es ganz lieb für uns. Ich habe einen Aggressionsakt gesetzt in der Mediathek. Und zwar kann man sich die Stimme von Kaiser Franz Josef anhören und so weiter. Und unten im Keller hat es Schellers. Die Raumlängen und die Daten dann auch zerstören. Ne? Die Duplikate. Die Duplikate. Da habe ich, das haben wir auf YouTube gestellt. Ne? Da war ich mit einer Glas dort und wir uns bleibt stehen, kommen eine, naja, wo ist die Führung? Die haben nichts gewusst, dass man da hat gesagt, die Ochsen das organisieren. Zwei Stunden haben die Aufgabe gehabt, dass sie das organisieren. Dann habe ich ein Handy, die haben auch angefangen und gesagt, okay, jetzt habe ich gesagt, hat es ein Porsche Handy. Jeder andere ist dann nicht alles bestätigen lassen und dann habe ich zum Hund rausgeschellert, zerstören dürfen bei der Bibliothek so mit 100 Sachen aufgekommen, aber das richtig auf der Bibliothek gestellt. Aber ist kein Fehler. Ja, also irgendwann gehen uns die Shellacks aus. Also ist es nicht so, dass wir unseren Bestand einfach zusammen haben, weil wir lustig sind.
sondern wir kriegen Sammlungen rein und haben dann halt einfach Duplikate. Dann wählen wir das Beste aus, damit wir nicht von einer Aufnahme 20 Varianten haben. Und dann kann man sich dann auch den Luxus leisten, gerade bei Führungen, dass man dann einfach sagt, Shellac zerbricht übrigens. Und lasst es dann einfach fallen. Da kommt das auch her. So, also ich hätte noch eine Frage zum Grundpuls und zur Kalkulierung mit unterschiedlichen Decodern, dass die unterschiedliche Resultate. Ah ja, doch, doch. Dafür ist es auch gebaut worden. Also die FrameMD5, das Feature in FFmpeg, ist gebaut worden, um unterschiedliche Codec-Decoder-Implementierungen miteinander vergleichen zu können. Und ich habe zum Beispiel bei den Evaluierungstests für die Formate im Archiv, verwende ich das, um eben auch feststellen zu können, lossless Quelle, die ich selber erzeugt habe, unterschiedliche Decoder und dann die Prüfsummen miteinander vergleichen. Nein, nein, doch, doch. Wenn das ein lossy Codec war, kann ich den, also ich könnte zum Beispiel jetzt FFV1 auf GIF2000 lossless, auf Dirac, auf Uncompressed, auf Hufuf, auf Logarith, das sind alles lossless Codecs, umwandeln und habe immer die gleiche Prüfsumme. Oder Anwendungsfall Born Digital Material, lossy Codec, der aber nicht auf einer Whitelist ist, sondern quasi sowas wie Windows Media Video. Das ist tickende Zeitbombe. Die Parlamentsaufnahmen vom österreichischen Parlament sind zum Beispiel Windows Media Video, weil es leicht zum Streamen geht. Die haben wir derzeit noch liegen, wie sie sind und werden sie irgendwann auf lossless aufblasen müssen, weil das sonst nicht vertretbar ist. Und da kann ich dann feststellen, ob dieser Schritt ordnungsgemäß war, indem ich mein WMV-File, FrameMD5s mache, eben vom unkomprimierten Bild und dann transkodiere in lossless und dann von diesem File die Prüfsummen wieder vergleiche und dann sehe ich, ob mein Inhalt gut von A nach B gekommen ist. Ja, so. Ich glaube, ich sollte dann aufhören. Haben wir's? Gut.